Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet. In diesem Video geht es einmal um den BMW-Quatsch. Doch, es geht um meinen BMW auf der Nordschleife und wie fährt man richtig bei Trockenheit? Ja, genau. Also, wenn euch das Ganze einmal interessiert hat, wie man vernünftig auf der Nordschleife fährt und zwar bei Trockenheit, wo sind die geheimen Tücken, wo sind die schwierigen Stellen, das werdet ihr einmal in dem folgenden Video sehen. Aber da muss ich euch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Und zwar, wenn ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid und einen BMW fahrt oder mal auf die Nordschleife fahren wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert und abonniert. Aber abonnieren und liken ist am wichtigsten. Und kommentieren auch. Macht alles. Komplettes Programm. Ich habe nämlich ein Video gemacht darüber, wie man nämlich die Angst auf der Nordschleife verlieren kann. Und zwar kennt ihr jeder von euch die Crash-Videos von der Nordschleife und auf der Nordschleife ist kein Platz für Fehler. Ein Fehler, zack, Planke. Also das geht ruckzuck. Und da muss man sehr bedacht sein, sehr bedacht fahren, aber auch die Strecke kennen. Aber wie lernt man die Strecke am besten kennen? Woher weiß man, wo die extrem wichtigen Tücken sind? Und wenn ihr nicht so eine erste Runde absolvieren wollt, wie es bei mir der Fall war, und wenn ihr wissen wollt, wie meine erste Runde war, schaut auf jeden Fall das Video an. Ich glaube hier, schaut euch das Video an. Und in dem Video könnt ihr auch dabei noch lernen, wie ihr eure Angst vor der ersten Runde verliert und wie ihr mit mehr Sicherheit und mit mehr Vorbereitung die erste Runde startet. Und die Angst wird sehr, sehr, sehr weit zurückgehen, dass ihr schon fast entspannt eine Runde die erste Runde dreht und gar nicht so viel euch in die Hose machen müsst, wie ihr eigentlich dachtet, obwohl genug Adrenalin und Party bei euch im Auto sein wird. Glaubt mir das wird funktionieren. Aber wenn du das Video schon gesehen hast und willst jetzt wissen, yo, Marc, wie fahre ich jetzt meine nice Runde bei Trockenheit, dann kommt dieses Video für euch. Das ist auf jeden Fall echt sehr nice. Und zwar an der Stelle auch ganz, ganz großes Danke an Alex. Wer ist Alex? Alex hat einen YouTube-Kanal und der heißt Sarkan The Ring. Und zwar den verlinke ich einmal hier unten und blende ich auch einmal ein. Er macht viele geile Projekte über BMWs und verschiedene Autos, stellt Autos vor, baut Autos um, macht Wartungen, Instandsetzungen und fährt auch auf der Nordschleife. Sehr, sehr, sehr cooler Kanal, sehr wertvoller und sehr technisch versierter Content. Echt gut. Der Mann hat auch die Ahnung. Alex fährt seit 20 Jahren auf dem Ring, sage er noch nicht ganz 20 Jahre, aber die beiden habe ich am Nürburgring kennengelernt. Und zwar, ich glaube, als ich das erste Mal da war, nach meiner dritten Runde, haben wir so ein Race gehabt, so am Endstück. Und danach sind wir ins Gespräch gekommen und haben uns extrem gut verstanden, haben uns sehr lange unterhalten und ja, hat einfach die Chemie ge gepasst und funktioniert. Und dann ja, habe ich ihn gefragt, ob er denn vielleicht mal irgendwie sich ja, zeigen könnte, wie man denn fährt und so. Das hat er dann damals auch gemacht. Und die erste Runde war auch dann bei Feuchtigkeit. Das seht ihr einmal in dem Video hier, wie man bei Feuchtigkeit richtig auf dem Ring fährt. Aber jetzt war dann die Runde dann bei Trockenheit. Das heißt, nächstes Jahr waren wir wieder da. Wir haben nochmal uns getroffen. Wir sind zusammen gefahren und waren zu viert im Auto. Und dann hat er mir gesagt, hier sind die wichtigen Kurven. So fährt man den Ring richtig bei Trockenheit. Also wie gesagt, das ist ein Fahrer, der seit 20 Jahren auf der Nordschleife unterwegs ist. Er kennt die Strecke echt gut. Kann man mal so sagen. Und ihr könnt sonst normalerweise auch Coachings buchen. Beim Nürburgring, bei Devil's Diner hängt so, ja, hier willst du richtig fahren lernen. Und ja, natürlich kannst du sagen, ja, so kannst du dein Fahren verbessern. Aber wenn du einfach nur die Erfahrung willst und die gefährlichen Ecken kennenlernen willst und keine Ahnung hast außer Computerspiel oder mein Video, dann kannst du hier in diesem Video sehr, sehr, sehr viel darüber lernen, in welchen Ecken und in welchen Schikanen und Nischen du aufpassen musst. Und wie gesagt, das Ganze for free. Alex hat mir gesagt, wie man zu fahren hat, mit einem BMW, mit Ansage und so weiter. Und guckt euch das Video mehrfach an. Die Stimme wird sich im Ohr einprägen, wenn ihr auch die Strecke gelernt habt. Und dann wisst ihr, wann ihr wie wo fahren müsst und worauf ihr achten müsst. Sehr wertvoll und großen Dank an dieser Stelle auch an Alex. Besucht auch seinen Kanal und lasst ihn auch ein Abo da. Und dann geht's jetzt mit der Nordschleifenrunde los. Und zwar Nordschleifenrunde bei Trockenheit. Film ab, viel Spaß und lernt gut. Mit der normalen Scheibe haben wir gar keine Probleme. Haben wir jetzt ich habe gesehen, hier vorne neu, habe ich sofort ja. gesehen. Was ist das? Für 60 Euro eine Scheibe. Ja, klar. Ich habe gesehen, wo die neue Scheiben vorne ja, sind. Die sind das erste Mal jetzt auf dem Einsatz. Ja. Und vorher hat man die gelochten und du hast andauernd die Klötze weg ja. und solche Vibrationen drin. Wahnsinn. Ja, jetzt ist echt am. Ja, wenn du Glück hast, ist jetzt wirklich wenig los. Das dürfte an den letzten Runden heute sein. Vielleicht noch, dass ein paar Autos noch durchkommen, aber dann Schluss.
Am besten jetzt nochmal hier warten, bis Viertel. Ja, bis wir Tü-Lü-Tü macht und dann fährst du. Genau, okay. Jawohl. So. Was kommt da hinter mir? Porsche oder was auch erstmal? Ja, M2 oder sowas noch, oder? Ein Ding, ja. M2, mhm. Porsche. Das ist echt so, als wir das letzte Mal da waren, da waren wir auch abends nochmal gefahren. Das war auch angenehm. Ja, das hat nur, du musst Glück haben, dass kein Unfall passiert. Ja. Dann ist es gelaufen. Ja. Aber gut ab, also bisher war es relativ ruhig. Dann heute war nicht viel. Und Mittag war es kurz, ja. Mittag, ja. Zwei Stunden und über zwei Stunden. Schön durchfahren, bleibst relativ lange rechts außen, ungefähr wie der Porsche jetzt hier. Ja. Relativ spät reinlenken, dann bleibst du auch links innen, bleibst links, bleib weiter links noch. Ja. Und dann rechts nach innen ziehen, jawohl, so ist gut. Und jetzt wieder möglichst rechts bleiben, nicht so nah an den Ball. Ja. Und jetzt nach links rüber. Genau, und jetzt bleibst du geradeaus rein, bleibst auch links drüben. Und jetzt musst du runterschalten, dritten. Jawohl. Und jetzt noch nicht so viel Gas geben, genau. Also das ist auch das, wo ich immer sage, siehst du, man rutscht sonst so schnell durch. Wirklich lieber ein bisschen langsamer durchfahren, außen bleiben, jetzt nach innen ziehen. Und jetzt wieder Gas. Also die engen Kurven lieber ein bisschen langsamer durchfahren, als dass man durchrutscht mit dem Vorderachse. Ja. Das habe ich auf der Grand Prix-Strecke viel, dass ich da eher... Genau, so ist optimal. Jetzt passt und jetzt wieder Gas. Genau. Ja. Weil du kannst ab dem Scheitelpunkt perfekt beschleunigen, wenn du nicht zu schnell bist am Scheitelpunkt. Ja. Jetzt im vierten rein. Jetzt frei ist frei. Ja, ist neu da hinten. Theoretisch müsstest du davon ganz rechts dann nach innen ziehen, ab hier wieder Gas geben. Wieder rübertragen lassen, wieder schön weit raus. Jetzt bleibst du rechts, dann lässt du vorbei. Da bist du nicht auf der richtigen Linie, bleibst jetzt lange rechts außen, bremst sauber an, nicht so hart und dritter Gang. Jetzt ist ein dritter Gang rein. Jawohl, perfekt. So war es schon einmal frei. Und jetzt nicht zu weit ausdagen lassen. Du merkst, der schiebt schon wieder. Ja. Lieber langsamer. Auf den Körper rauf, wenn es geht. Und jetzt links rüberziehen mit einem wenig Lenkbewegung. Kurz runter vom Gas. Runter, 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 runter. Merkst, sonst kommst du drüber. Ja. Und jetzt wieder mit Gas raus. Ja. Hier kann man ja wirklich voll rauf. Ja. Ist auch so irgendwie, das ein Stück Strecke. Jetzt langsamer. Jawohl. Und ab jetzt wieder Gas. Genau, also ganz spät den Scheitelpunkt suchen. Ja. Aber es geht wirklich nur, wenn du die Strecke für dich allein hast. Ja. Sonst geht's. Ja. So, und jetzt lässt sich, wenn es frei ist, nee, ist noch einer da. Wenn der weg ist, kannst du da wieder links übertragen lassen, dann fährst du die Ideallinie jetzt richtig durch. So, jetzt bleibst du im Gang. Kurz, leicht am, reicht. Und jetzt schön einlenken und ein Stück durchfahren. Mit einer Lenkbewegung schön durch. Wieder ganz nah ran hier. Und jetzt schön rum und dann möglichst spät an den nächsten Körper ran. Genau. Und ab hier wieder alles schön mit Vollgas durch. Und wenn du jetzt von oben musst, du mal schauen, ob da nicht irgendein Unfall passiert ist oder so. Wenn es frei ist, dann kannst du alles stehen lassen bis hinter dem Sprung. Über den Sprung fährst du auch noch schön rüber und erst später tust du es ganz leicht anbremsen. So, jetzt bremst leicht an, reicht. Und jetzt gleichmäßig reinziehen, passt. Jetzt bleibst schnelles Stückchen. Ja, jetzt bleibst du links außen lange und jetzt musst du am dritten Gang einschalten. Bleibst immer noch außen und noch nicht, jetzt lenkst langsam ein. Und noch kein Gas, jetzt gibst du Gas. Dann lässt dich wieder rüber hier da. Ja. Die Nico oder noch weiter? Das reicht ja. Und jetzt mit einem Stück schön von einem Körb zum anderen runterfahren. Genau. Leichter links rüber, möglichst gerade draus machen. Ja. Bleibst du auch so, wie du bist, dann längst spät, aber nicht zu früh nach innen, sondern spät innen rein und jetzt wieder nach draußen. Jawohl. Ist das diese schwere M5? Die haben Probleme ohne Ende durch die Kurve. Das ist so brutal zum Zuschauen, die Dinge. So, und jetzt geradeaus hinbremsen, dritter Gang einschalten. Zack. Jawohl. Und ganz nach innen rein. Und jetzt erst wieder Gas, genau, und runter vom Gas nochmal, spät einlenken und wieder raus, genau. Genau, da kannst du ruhig testen. Das macht richtig Spaß, das ist wenig los. Und die Strecke mal richtig nutzen. Genau. Genau, das ist auch perfekt, du kannst schön in einem Stück durchfahren hier. Und jetzt tust du leicht zum Scheitelpunkt, also ganz leicht, nicht nah ranziehen, genau, es reicht. Und jetzt tust du sanft anbremsen kurz und richtig fest einlenken. Und jetzt, ab jetzt wieder Gas geben. Lässt dich aber nicht zu weit übertragen. Genau. Und jetzt geradeaus hinbremsen und dann musst du spät einen Scheitelpunkt suchen, dritten Gang rein tun. Genau, hier hinten erst. Aber jetzt wieder Gas.
Also es lässt dich lang außen auf der linken Seite, bremst einfach schön runter, bleibst außen, lenkst spät zum Scheitelpunkt, der ist erst hier in der Ecke. Jetzt ab hier kannst du wieder Gas geben, jawohl. Ja. Und jetzt musst du bis nach rechts übertragen lassen, schaltest den vierten rein, gehst nochmal kurz vom Gas runter, bremst nochmal sanft an, ganz nah an den Körper in den rein, aber nicht drauf. Genau, und jetzt von da aus hier rüber und dann fliegt der andere mit dem Lamborghini an die Bombe hier. Ja, ja. Der hat den Körper hinten erwischt, deswegen. Der hat gedacht, es geht schon flott ohne Bremsen. Ja, ja, klar. Der hat so eine Track-Dings gemacht. So Sicherheitsdynamik gemacht. Da bremst du geradeaus hin. Jetzt tust du den dritten Gang einschalten, ganz nah an den Körper hier ran, bleibst doch weiter außen, genau, weiter außen. Und jetzt suchst du ganz noch runter. Und jetzt wieder Gas, perfekt. Dann schiebt das Auto nämlich auch nicht. Ja. Ja, du kannst langsam kann man ein bisschen. Richtig, genau. Das ist hier. Jetzt bleibst du hier links außen lange. Was macht der da für Spieß? Der bleibt stehen. Der Ausflug ist, glaube ich. Oh ja, ja. Kann sein, dass er was verliert. Schnell vorbei. Ja, da kannst du vorbeiziehen. Das geht schon. Jawohl, jetzt musst du auch lange links bleiben, bis der Körper ungefähr vorbei ist. Dann ziehst du noch innen ganz nah den Körper spät ran und ab hier wieder, wie gesagt, Lenkung aufmachen und rüber. Ganz wichtig, weit raustragen lassen. Ja. Jetzt kommt dein Gang nochmal hinten. Das sind die Mörderbienen. Jawohl. So, dann musst du den vierten raufschalten. Passt schon. Und wenn die alle weg sind, kannst du theoretisch ganz nah den Körper ranfahren und wieder aufmachen, ein bisschen so mittig rausziehen lassen. Genau. Ist da was? Nee. Und jetzt schau, die bleiben auch ganz lange außen. Jetzt musst du den dritten Gang einschalten. Und ab dem Punkt lenkst du erst nach innen. Das ist so. Und jetzt erst wieder Gas. Weil dann nimmst du den ganzen Schwung sozusagen von der Kurve mit. Wenn du da zu früh einlenkst. Jetzt habe ich aber die Kurve verstanden. Also jetzt erst. Ja. Jetzt habe ich gesehen und dann. Genau. Es sieht nach Kurve aus, ist aber noch. Das ist einfach alles vollfahren. Also immer möglichst, wenn frei ist, innen nah dran fahren. Wie gesagt, es geht mit einem Auto, was nicht zu viel Leistung. Mit einem schnellen Auto geht es nicht mehr. Ja. Ist eine ganz andere Linienführung. Aber hier kannst du alles vollfahren. Jetzt hier auch ganz nah an den Scheitelpunkt dran, nicht drauf und gleich wieder Gas. Und weiter, genau. Ja, aber man sieht ja die ganzen Spuren. Ja, ja. Meistens sogar bei den VLN-Rennen, also bei den Touristenfahrern weniger. Hier. Das ist meistens bei den richtigen Rennen passieren, Unfälle passieren. Alles ganz schön vollfahren noch immer noch. Und jetzt, wie gesagt, sanft am Bremsen, nur ganz leicht. Bleibst du in den Gang drinnen? Nein, reicht noch nicht. Erst da vorne. Jetzt hier rein, sanft. Ja, genau. Und jetzt brauchst du gar nicht mehr bremsen. Jetzt reicht es. Jetzt schön rum. Jetzt schön rum, jawohl. Jetzt hast du vorher schon gebremst, du merkst, es geht wunderbar mit der Geschwindigkeit. Ja. Da musst du dich dann langsam hochtasten. Jetzt bist du bei um die 110 sowas oder. Wenn du jetzt nicht gebremst hast, wärst du vielleicht mit 120 durchgefahren. Ja. Das wirst du dann langsam steigern, die Geschwindigkeit. Aber wie gesagt, immer aufpassen auf die Reifen, was du fährst. Ja. Und jetzt leicht nach links ziehen und dann sanft anbremsen und dann dritten hier rein und dann spät nach innen lenken. So, und jetzt hier innen, genau. Und ungefähr ab hier kannst du wieder Gas geben und übertragen lassen. Genau. Richtig. Nee. Richtig. Ja, die Korvette noch vorbei. Runterfahren, genau, du musst ziemlich spät reinlenken und jetzt bleibst du länger unten, also noch nicht zu früh ins Gas gehen, bleibst länger auf den Platten, nämlich erst jetzt gibst du wieder Gas. Siehst du jetzt sozusagen, dass du spitz rausfährst, sozusagen. Ja. Jetzt schaust, dass du den vierten Gang einschalten kannst, doch ein bisschen Gas, weiter, lass ruhig drin, genau. Jetzt ein bisschen der Schwung nach rechts und von dem Schwung schön ganz nah den Körper hinten rüber, jawohl, so ist gut. Und gleich wieder Gas wieder raus, sehr schön, weit raustragen lassen. Jetzt nur vom Gas ganz leicht mal kurz lupfen und späten Scheitelpunkt suchen, ganz nah ran. Jawohl, nichts fliegen lassen, das gleiche wie hier, spät suchen, spät und jetzt wieder raustragen lassen. Genau, jetzt kannst du den dritten reinschalten und wieder auch Scheitelpunkt ziemlich spät suchen, ab hier ungefähr und dann wieder rübertragen lassen, jawohl. Wieder nach links einsortieren, lange links bleiben, späten Scheitelpunkt hier, der ist ungefähr bei der Lampe, kannst du es ungefähr, runter nochmal vom Gas leicht. Das ist der schöne Wippermann hier. Ungefähr ab hier den Scheitelpunkt kurz suchen, kurz mal vom Gas runter und ab hier kannst du wieder Gas rüber. Genau. Bleibst lange außen, jetzt kurz vom Gas runter, reicht. Später, da ist auch die Lampe ungefähr wieder zur Orientierung und dann wieder nach links rüber. Genau. So, jetzt schaust du, dass du möglichst innen bleibst. Genau. Bleibst immer im selben Gang jetzt hier. Dieses Stück hier. Nach links ausholen, jetzt kurz einlenken. Ja, nicht auf den Körper raufkommen. Ja, nicht auf den Körper. Lieber ein bisschen länger außen bleiben, dann später einlenken. Und hier auch länger außen bleiben, viel länger außen bleiben. Den Lenker in den Arsch. Ja, der ist immer, an Tierbrüche ist immer eine immer da. Hier, ne? Ja. Deswegen kannst du natürlich nie sauber fahren, weil lieber da ist. Und hier ist jetzt frei, ja. Dann kannst du jetzt schön hier
ganz spät einlenken, noch langsamer, langsamer, viel langsamer, viel langsamer. Merkst du das? Ja, hat schon. Ja, ja, ja. Merkst du das? Du fliegst hier raus. Viel langsamer die Kurve. Ja. Von weit außen richtig schön abbremsen, dann ganz nah an den Scheitelpunkt rein und spät wieder Gas geben. Ich habe richtig gemerkt, wie ihr schon gleich anfängt zu schieben. Ja. Genau, jetzt hier, das ist die Stelle, wo du kurz vorher ganz sanft bremst, noch nicht. Jetzt kurz bremsen, los und wieder ganz leicht bremsen. Reicht schon und wieder weiter. Das muss zack, zack und gleich weiter. Ja. Jetzt wieder schön nach innen ziehen. Hier, wenn du schneller wärst, kurz mal vom Gas runtergehen, damit du umsetzen kannst, ohne dass das Heck gleich ausbricht. Mhm. Und jetzt hast du den vierten Gang, das passt. Dann spät nach innen lenken und lange links bleiben. Da, wo die Curbs sind, da bleibst du lange. Ja. Und jetzt später lenkst du erst nach innen rechts. Du siehst nicht, nicht auf den Curb kommen. Ja, oder pass auf, das ist gefährlich, aber der hat nur ein bisschen Dreck gemacht. Ja, lieber so als anders. Ja. Boah, das macht das auch gut. Dann wieder lang geradeaus raustragen lassen, auf die linke Spur, wenn frei ist. Und dann tust du genau spät einlenken, nach rechts rüber wieder. Kurz zum Gas wieder runter. Ganz spät Gas, wieder Gas hier geben. Jetzt wieder Gas geben leicht und kannst dich raustragen lassen. Ja, genau. Und jetzt musst du den dritten runterschalten. Genau. Und dann auch wieder lange unten bleiben. Lange unten bleiben. Mehr einlenken, viel mehr einlenken. Da musst du richtig schön einlenken. Ja. Weil du, wenn du einlenkst, kannst du richtig Gas geben dabei. Ja. Das heißt, das Auto wird dann durch die Kompression des Gas geben richtig runtergedrückt. Ja. Und du hast Traktion. Wenn du aber kein Gas gibst, dreht sich raus. Ah, okay. Und jetzt wieder ganz spät hier einlenken und rübertragen lassen. Nach draußen. Dann bleibst du, gibst du schön mit, von außen wieder dann langsam, wenn du siehst, dass der Körb kommt, nach innen rein, kurz zum Gas runter. Dann dreht sich so ein Körb wieder rüber und jetzt wird Gas wieder raus. Dann musst du mit der Lenkung fast gar nichts machen. Machst alles mit Gas. Das ist ein unglaublicher Sicherheitsfaktor, den ich dazu gewinne. Ja, ja. Also das richtig ist, geil. Das freut mich riesig. Hilft schon was. Wie gesagt, auf den Rest kommst du dann von ganz alleine. Wenn es ein bisschen flotter wirst, eine ranhängen kannst oder so, da kommst du dann schon von ganz alleine drauf irgendwann. Ja. Ich fahre ja im Prinzip fast noch planlos, wenn ich allein fahre. Ja, ja, das ist halt klar. Wie meine ich dann zu fahren? Ja. Aber das ist schon richtig. Und hört sich gut an, der Auspuff. Ja. Performance-Enter-Dämpfer und mittlerer Dämpfer ist leer. Oh ja. Jetzt gerade nach dem Ja, wenn er heiß ist, ja, ja. Der Motor schön, der Auspuff schön freigeblasen ist. Das sieht richtig gut an. Ja. Man merkt, der läuft aber auch ein bisschen unruhiger im Leerlauf, gell? Gerade, ja. Wahrscheinlich durch den Auspuff auch, durch dass der Mittelschalldämpfer leer ist. Ja, kann das sein? Ja, ich schätze schon. Ich habe schon gemerkt, dass der Leerlauf, wenn er heiß ist, ja. Du musst nach dem Ring nach Hemding einsetzen, wackelt der. Ah, ja, das kommt natürlich auch von dem, dass er freigeblasen worden ist. Ja, ja. Das kommt auch mit dazu. Ja. So, da ist er mal wieder zurück. Fantastisch. Ja, man merkt jetzt hier, dass es ganz leicht vibriert. Ganz leicht ein bisschen Aber Motorlämpchen und sowas. Macht das nicht schlimm oder sowas? Nein, das ist nur ein Zeichen dafür, dass er gut freigeblasen ist. Das ist das Einzige. Das ist auf die Fresse bekommen. Ja, genau.